Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 6.30 Uhr und ich präsentiere Ihnen die Augenränder des Todes. Hier ist die liebe Jenny. Hallo. Der Tag ging für mich schon ziemlich beschissen los, weil ich zu spät gekommen bin, mal wieder. Und weil ich dann mein Gepäck nicht mehr am Schalter aufgeben konnte. Somit musste ich viele von meinen Shampoo-Flaschen und Pflegemitteln und so weiter alles wegschmeißen. Richtig beknackt. Am meisten tat es mir weh, als ich hier diese Blaubeer-Body-Cream, die ich vom Fan geschenkt bekommen habe, als ich die wegschmeißen musste. Es tat mir so leid. Jetzt sitze ich aber zum Glück hier im Flieger. Der Schalter war irgendwie noch 2 Minuten offen. Also war auch ganz schön knapp. Da bin ich irgendwo vorhin rumgefahren und habe geflogen. Wir haben wirklich eine Terror-Stewardess. Wo sprechen wir denn jetzt rein? So keine eigenen Storys, müssen wir alles wegnehmen. Klickt auf Ihren Kanal, wenn ihr die Story zur Stewardess hört. Aber im Moment ist jetzt so gerade für eine harte Landung. Ich hoffe, wir driften noch leicht. Gibt es hier hart. Komm jetzt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Jetzt, nee, es wird eine weiche Landung. Es wird eine weiche Landung. Ach, Mann. Das war ja nichts. Aber was für eine Landung, was für ich eine weiche. Ja. Mir wurde mein Koffer weggenommen. Ich war ja die letzte am Gate, die reingegangen ist. Jetzt ist irgendwie mein Trolley ist nicht da. Der ist irgendwie weg. Alle waren ratlos jetzt gerade, wo dieser Trolley ist. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Mein Gepäck ist leider nicht aufgetaucht. Es war nicht mit auf dem Rollband. Und jetzt stehe ich hier bei Lufthansa und muss jetzt abwarten, wo dieser Scheißkoffer ist. Ich weiß nur, dass ich nie wieder irgendeinem Mitarbeiter, ist mir egal von wo, ob das Hotel ist oder sonst was, mein Gepäck in die Hand drücken werde. Ich habe es ja nicht mal in die Hand gedrückt. Der hat es mir ja weggenommen förmlich. Konnte ja nicht einmal irgendwas machen. Oh. Gott, ey, dieser Tag, ne? Ich will einfach wieder nach Hause und schlafen und in meinem Bett. Und die Haare, die regen mich auch schon wieder auf. Bin ich auch nicht zufrieden damit. Ich war jetzt gerade drin und ich muss jetzt eine Verlustmeldung machen und mag gar nicht dran denken, wo jetzt gerade der Koffer ist. Das ist so ein, richtig scheiß Gefühl, wenn du nicht weißt, wo das ist. Und das Tollste war, ich frag sie noch, sind Wertsachen in deinem Koffer und sie direkt ein Glätteis. Ja, das ist irgendwie nicht mein Tag. Es kann auch sein, dass der Typ einfach den Koffer hat stehen lassen in Düsseldorf und ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn wir da am Sonntag dann zurückfliegen, dann heißt es, wir haben Ihren Koffer ans Hotel geschickt. Oh, toll! Ich darf jetzt meinen Koffer abholen. Ich muss mal hier mit dieser tollen Skizze dahin latschen. War ja auch alles mein Fehler. Normalerweise müsste mir der geliefert werden. Direkt jetzt hier hin, wo ich stehe. Wenigstens ist er da. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich hab schon nie erfunden. Wäre sie nicht zu spät gekommen, hätte sie ihren Koffer, ha? Ja, ich war zu spät. Nein, ich war doch zu spät. Zollgepäckausgabe. So, jetzt geht's runter. Und jetzt, ach, der Container, okay. Terminal C, Zentrale. Ups, bin ich immer gespannt. Okay. Ja, das ist jetzt hier das Licht auf. Tadadata, ich hab ihn wieder. Zum Glück. Ich bin so froh, dass er jetzt endlich wieder da ist. Oh Gott. Jetzt ganz schnell ins Hotel und schlafen. Ich hoffe, die lassen uns jetzt schon auch einchecken. Oh mein Gott, es ist endlich passiert. Wir durften aufs Zimmer und ich bin so heilfroh. Ich werde jetzt erstmal schlafen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. So, nachdem ich jetzt ein bisschen geschlafen habe, geht es mir auch ein wenig besser. Man sollte auch das Erdgeschoss anwählen, wenn man ins Erdgeschoss will. Es sind jetzt schon ein paar andere Mädels da. Wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen und ja. Ich habe mich immer noch nicht an mein Haar gewöhnt. Oh. Ich glaube, das hier sieht ein bisschen teuer aus. Jetzt spaltet sich die Spreu vom Weizen. Die Cash-Karte, die geht
raus. Ne? Das ist ein Discount-Restaurant, kommt rein. Wir hatten eigentlich alle Schiss. Wir dachten, das wäre voll das Nobel-Restaurant, wir können uns das nicht leisten. Ja, aber guckt euch das mal aber an. Aber die Preise sind super. Sogar Eingang steht da drüber. Mit Edding. Steht sogar Eingang. Wow. Ach, Kacke, ich hab meine Kamera vergessen. Das ist der kleinste Computer auf der ganzen Welt. Kennst du sie nicht? Jeder zweite YouTuber hat es. Ja, Entschuldigung. Du hast ja keine Ahnung. Ich bin hier die dritte Mal, und? Also all diejenigen, die heute hier in das Restaurant gekommen sind, um einen ruhigen Abend zu verbringen, die haben die Arschkarte. Jetzt ist es gerade ruhig bei uns, aber es ist. Weil du auch Rekord gedrückt hast, jetzt sind alle dran. Guck mal, schweigen sie alle. Sind sie alle so, als hätten sie die ganze Zeit nichts gesagt? Glaubt ihr nicht. Einmal die Suppe? Ja. Ich gehe jetzt wieder, wir haben alle schön gegessen und ich glaube, der Tisch hinter uns, der freut sich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die haben sich auf jeden Fall alle umgedreht. Was möchtest du? Oh mein Gott. I like big butter camouflage. Da muss in die. Nein, du bist doch gar nicht hier. Tschüss. Oh, wer ist denn das? Das ist doch voll elegant. Hast du es aufgenommen, jawohl? Wir gehen jetzt in irgendwo hin Party machen. In einer Bar. Ich habe keine Ahnung. Ja, wohin. Komisch, dass die alle hier schon gegangen sind. Hotel. Wer? Okay. Ich hoffe, man kann mich jetzt ein bisschen sehen. Wir sind jetzt hier in einer Bar. Es sind nur YouTuberinnen hier und ja, wir lassen jetzt den Abend ein bisschen ausklingen und dann morgen geht's richtig ran. Ich melde mich nachher nochmal. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Kabuff und irgendwo da sitzen jetzt wundervolle Menschen. Das sind sie! Oh! Hallo, ja, okay, nicht auslassen, nicht auslassen. Geht sie gut? Du hast deine Haare gewuschelt! Ja, ich hab's gestern schon gesehen. Ja, das ist voll für euch. Hallo! Wie groß sind jetzt? Ja. Hallo Leute! Aber voll fürchterlich. Warum können fürchterlich? Magst du nicht? Nein. Ich bin der letzte. Ach ja, ich will meinen Blond wieder. Oh, Bibi! Come on, bitches! What up? What's happening? What's happening? What's happening? Okay, das ist die Oranienburger Straße. Oh! Hallo! Ja, auf Spiel, oder? Geht automatisch! Sorry, Jonas, wir sind jetzt gerade voll in den geilen Schuppen gekommen. Mexikaner, geh weiter! Direkt den Arsch auf den Trippel. Gibt's lecker Cocktails? Will jemand probieren? Ja. Timo! Liebe Grüße an dich! Nein, ich mag mich nur gerne an den Vlog erinnern, als du mal erzählt hast, dass du einfach voll übertrieben hast. Der Timmy hat wieder zu viel gesoffen, hast du getwittert oder geschrieben, keine Ahnung. Ich wollte sagen, Prost Timo, liebe Barbie, du kannst es auch gerne in dein Video mit reinschneiden, wir sind ja alle alt genug. Trotzdem für die Jüngeren, ich würde nicht zu früh anfangen. 18 ist okay. Schau mal deine Zuhörer an. Ja, genau. Steck mal bitte deine Zunge dabei. Das tut weh. Nee. Wow. Das muss doch eingebrannt werden. Nein, hör auf, das ist schlimm. Ich hab voll Angst davor. Es brennt. Der Tisch brennt. Guck. Der Tisch brennt. Schnell, dann ist es verloren. Nimm noch. Muss man jetzt schon trinken, oder was? Ihr Strohhalm ist einfach abgefuckt. Kann man auf jeden Fall bringen. Nee, ich hab voll Angst davor. Ich will das nicht trinken. Ich hab Angst, Feuer zu trinken. Ich will kein Feuer trinken. Nein, kein Feuer mehr. Ich hab Feuer Angst davor, Mann. Ich hab echt Angst davor. Nein, kein Feuer mehr. Glaub mir. Wer nach Kaffee? Muss man das ja trennen trinken? Ja. Was macht ihr? Yo, was macht ihr denn? Oh Gott! Barbie! Wie geil, er fängt den ganzen Tisch ab, keiner macht was. Das war ja gar nicht schlimm. Doch, war's. Oh, es hilft immer noch. Wow. Ich
Nachfragen von anderen Babys. Also die haben halt... Doppelkinn läuft. Oh mein Gott! Und ich streng mich nicht mal an. Ja, genau. Oh, ich hab die voll in den Mund genommen. Wir wollten eigentlich tanzen, aber ich glaube, da wird halt nichts mehr draus, weil wir einfach zu kaputt sind alle. Ja, wir gehen noch tanzen. Ich mach schon ein bisschen Disco-Hubel. Oh, du machst auch. Krass, wie das immer abwechselnd so leuchtet. Flex Zone. Flex Zone. They know it better. They know it better. Oh, wir sind am Brandenburger Tor. Hier kommen jetzt mal andere Szenen. YouTube hinter den Kulissen. So pissen, ey. Oh Gott. Das war jetzt so eine spontane Idee, dass wir zum Brandenburger Tor gehen und da ein paar Fotos machen. Oh Gott. Da ist Melina. Hey! Melina ist so süß. Melina. Du, ich meine dich. Brandenburger Tor. Wir haben eine Maus gefunden. Guck Nein, mal. Oh mein Gott, ist die schön. Du hast die Maus ja immer noch drauf. Ja, ach, die ist voll schnucklig. Oh, die ist echt süß. Guck mal, sie kommt. Wir pennern rum vorm Hotel Adlon, weil wir kein scheiß Taxi bekommen. So, es ist jetzt keine Ahnung wie viel Uhr. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Es ist spät und ich muss morgen um 9 Uhr auf der Matte stehen. Deswegen sage ich jetzt tschüss, macht's gut und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann.